Das geschah beim letzten Mal. Ein Anruf für dich. Du musst ihn im Lager annehmen. Okay. Bin auf dem Weg. Und so geht es weiter. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Resident Evil DLC End of Zoe. Das letzte DLC, was glaube ich rausgekommen ist jetzt für Resident Evil 7. Und soll die Geschichte erzählen, was mit Zoe passiert ist, nachdem sie da im Boot und so und der Typ, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wer das ist. Ich habe irgendwie gelesen, das ist der Bruder von Jack oder so. Keine Ahnung, also der Onkel von Zoe logischerweise. Ja, ich starte einfach mal ein neues Spiel. Wenn ihr davon keine Folge verpassen wollt, kurz den Abo-Button smashen und dann seht ihr auch die anderen Sachen ganz gut. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Das ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Okay, das erzählt also die Version, wo ich Mia gerettet habe. Okay. Was zum... Wir haben hier ein Opfer. Hey, ich glaube, sie Was führt ihr Jungs im Schilde? Ja, das ist sie. Zoe Baker. Sie atmet noch. Erstatte Bericht. Sagtest du Zoe? Sir, wohnen Sie hier? Was ist denn los mit ihr? Wir Zoe. Wollen helfen, also alles... Was in Gottes Namen habt ihr gemacht? Sir, halt, wow. Stopp! Meine Güte. Zoe, was zur Hölle haben die getan? Hören Sie zu, wir wollen helfen. Nein, ich glaub dir nicht, Mann. Sag mir, was für Hilfe kommt in einem Kampfhubschrauber? Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Sie verstehen nicht. Du denkst, ich weiß nicht, wer ihr Leute seid? Mit all den Monstern, die hier rumlaufen. Sag mir, wo kommen die her? So ist das nicht. Sie kapieren's nicht. Oh, ich kapier's nicht. Siehst du das Mädchen da? Schau! Die Kleine meines Bruders. Meine Nichte, verstehst du? Und bei uns hier steht Familie an erster Stelle. Und du wirst meine Familie nicht töten. Das ist etwas, was ich nicht zulassen kann. Gott verdammt! Sie ist infiziert. Sie stirbt. Und wir werden beide sterben. Wenn wir nicht sofort hier abhauen, verdammt! Sie ist noch nicht tot, Junge. Also tust du besser was dagegen. Bevor ich dich an deine Freunde da verfütter. Okay. Es gibt ein Heilmittel. Du lügst mich an. Ich lüge nicht. Wir waren auf dem Weg, sie zu behandeln. Und sie haben das total versaut. Die warten jetzt bestimmt noch auf uns. Ja. Wo? Ja, Familie geht über alles. Sie haben es zu einer Hütte, nicht weit von hier gebracht.
Es ist dort. Ich schwör's. Okay. Das wird schon wieder, Zoe. Du bist Familie. Sieht voll cool aus. Okay, er ist also voll der Sumpf. Mensch, kann ich speichern? Habe ich was in der Kiste? Oh, die obligatorische Immer-Münze. Die nehme ich einfach mal mit. Was ist hier? Fäuste. Joes Überlebensanleitung. Okay, achso, ich bin ja von der Kiste. Okay. Er hat also schon so ein paar davon besiegt im Nahkampf. Alles klar. Mach direkt mal einen Speicherpunkt, weil dann brauchen wir die Story nicht von vorne anhören, falls ich sterben sollte. Ach, hier kann ich mal cool. Okay, landen Sie davon mit. Ne? Rechts, rechts. Links, rechts. Ah, ist klar. Da lebt er noch? Er hat doch eben gerade geschrien, oder? Das ist, glaube ich, die effektivste Kombi. Mate. Jetzt sagt mir nichts, ich. Getier, stellt Kombi mit flüssigem Arznei her. Kann verzehrt werden oder weniger. Ja, okay. Das ist dann also hier mehr so eine Schleichgeschichte. Verstehe. Hier. Okay, du vermodernder Schimmelfresser. Euch Arsche mache ich mit bloßen Händen fertig. Zeug hier, was ich mitnehmen kann. Münzen eventuell. Falls Lukas hier auch noch irgendwelche Sachen aufgestellt hat, was ich nicht glaube, aber kann ja sein. Da sind zwei, okay. Kommt, ja, man sollte sich vielleicht eventuell die Laufwege mal angucken. Das ist fix. Typ.
Hat er das mitgekriegt? Nee, hat er nicht. Cool. Die sind also dämlich. Sehr gut. Wenn die total dämlich sind, ist gut. Bestimmt kann er jetzt auch noch dort und dort durch dieses zugenagelte Dings auch durchbrechen wahrscheinlich, ne? Ja, einschlagen natürlich. Der schlägt einfach alles kurz und klein hier. Boxerpapa. Okay. Ach, Angriffsstärke. Okay. Angriffsstärke steigt. Alles klar. Und die kann ich jetzt schon mal umwandeln dann wahrscheinlich, ne? Gegen zu Gesundheitszeug. Ja. Passt. Er findet doch überall was zu fressen. Fisch. Was zum... Ja. Oh mein Gott. Ich will immer Leertaste drücken zum Zerstampfen. Das war Quatsch. Also ich habe jetzt ein Heilmittel. Das war schon? Nein. Das kann leider nicht alles gewesen sein. Ja, warum fallen da Bäume um? Warum steht die Hütte in Flammen? Nein. Nein, nein, nein. Warum nicht hier ein riesiger Alligator. Zwei riesige Alligatoren. Was ist denn jetzt hier los? Ja, hau sie rein. Puff, los geht's. Verdammt, warum weckt es dich? Das braucht so seine Zeit. Oder so. Sie war nicht voll, oder? Das wird nicht reichen. Sie braucht eine volle Dosis zur Heilung. In der Basis ist mehr. Machen Sie mich los, dann führe ich Sie hin. Bitte! Welche Basis? Boah, ey. Weißt du, anstatt jetzt die Tür aufzumachen und ihm zu helfen? Nein. Boom. Und das Feuer zu löschen wäre auch mal sinnig. Und warum fliegt er da durch Trend? Mist, ich muss so rausbrechen. Man könnte auch das Feuer löschen, aber nein. Wer bist du denn? Wer ist er denn? Schnell weg. Ganz ehrlich, wer ist er? Was ist das für ein Horrorfilm? Scheiß hier. Warum hat sie kristallene Möpse? Na egal. Wer ist der Typ? Also dieses komische Ding, das nach Zoe schreit.
Ist das Jack? Oder? Okay. Ist alles gut. Interesse von Jack? Muss ich jetzt echt Motorboot fahren? Nee, macht er automatisch, oder? Wer bist du, verdammt? Ich bin verwirrt. Der Soldat meinte, die Medizin ist in irgendeiner Basis. Und woher zum Teufel ist jetzt diese Wand gekommen? Da hat jemand das Licht angelassen. Mehr brauche ich gar nicht. Okay. Keine Sorge, Zoe. Nur noch ein Stückchen. Nur ein Stückchen. Also atmosphärentechnisch sieht es immer noch genial aus. Hat sich noch nicht viel geändert. Lass hier einfach so meine Taschenlampe liegen. Warum muss ich jetzt schon wieder durchs Wasser? Ach, komm schon. Nicht jetzt, Alligator. Da ist noch eine Puppe und die will ich haben. Ja, ich weiß, aber ich gehe erst raus. Okay, hier bist du sicher. Hier kann ich auch wieder speichern. Yay. Warte hier. Wo soll sie auch hin? Guck sie dir an. Ich bring dir was, das dir helfen wird. Scheiß Alligator. So, einmal speichern. Und dann glaube ich, war es das auch schon wieder für die erste Folge. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal.